Heute geht's ums Essen während meines Cuts. Oder meiner Definitionsphase. Ich stecke gerade wieder in der vorderen Küche. Jetzt dann noch ein bisschen mehr als coole Videos, was ich koche. Aber heute gibt's allerdings auch ein Video, was ich koche. Und zwar geht's heute um das Essen, was ich esse, während ich meine Definitionsphase anfange. Ich habe seit ungefähr Anfang April angefangen, meine Ernährung wieder umzustellen. Auf weniger Kohlenhydrate, mehr auf den Makros zu achten und genau. Und seit ungefähr einer Woche ist es so, dass ich sage, dass ich an dem Punkt bin, dass ich dachte, ich kann weniger essen und weniger Kohlenhydrate essen, groß und ganzen, und habe daher nicht mehr diesen harten Verlust an Kraft und Motivation und Laune. Von heute auf morgen so keine oder weniger Kohlenhydrate zu essen, ist hart. Deswegen braucht der Körper da schon eine gewisse Umstellungszeit an sich. Ich habe die Woche Spätdienst, deswegen geht jetzt ins Training. Wir haben es 8:30. Zum Frühstück gibt es jetzt erstmal einen schönen Shake. Einen schönen Pre-Workout-Shake. Und zwar den Prolific von P-Designs. Und ich gehe jetzt ins Training. Ich mache heute Rückentraining. Falls euch interessiert, was ich am Rückentag trainiere, schaut euch das letzte Video an, das verlinke ich jetzt. Und da habe ich schon Rücken trainiert. Das würde ich sagen, viel Spaß beim Sehen vom Essen. Achso, ich werde dazu noch was erzählen. Oder zwischendrin mich nochmal hinsetzen und erzählen, was ich bei dem Essen geht. Und tschau! So, meine Damen und Herren, ich war jetzt trainieren, wie man vielleicht sieht, oder auch nicht. Und ich fahre jetzt heim und mache mich ans Kochen. Wie gesagt, ich mache mich jetzt heim und mache mich ans Kochen. Ich koche mir jetzt mein Abendbrot und mein Mittagessen. Mein Mittagessen besteht im Endeffekt aus Wiener Frikassee und Reis. Relativ kalorienreich durch den Reis und durch den Wiener Frikassee. Das ist einfach nur für die Energie, weil ich da noch arbeiten gehe. Trotzdem ein paar Kohlenhydrate heute. Und heute Abend mache ich eine Art Gemüsepfanne mit Schrimps und Fisch. Mit verschiedenem Gemüse. Mal gucken, was ich so da habe. Und auch ein bisschen Avocado, die ich noch mit rein mache. Genau. Also auf zum Kochen. So, das wird jetzt mein Mittagessen. Wir haben ja zweimal Hühnerfrikassee, also für Mittag für heute und morgen, und zweimal Reis. Pro Tag eine Portion. Das wird mein Abendbrot sein für die nächsten zwei Tage. Wir haben Schrimps mit Pilzen, also Champignons, Möhren, Porree, Sellerie, etwas Hafer gesehen. Mal gucken, ob vielleicht bis ein oder zwei Packungen, das etwas soßiger zu machen. Dann kommen noch ein paar rote Linsen mit rein, ein paar Quinoa-Samen, dann Erbsen aus der Dose und Kidneybohnen aus der Dose und eine Avocado. Eiweiß, relativ Eiweiß, gesunde Fette, Nährstoffe. Den Kühlakku, der kommt nicht mit rein. Also man sieht den Unterschied zu guten Essen, und naja, das ist allerdings bloß für Kraft und Energie. Deswegen lege ich jetzt gleich los und ihr seht das dann so in so einem coolen Zeitraffer-Cut. So. Ah.
sight for my soul. Fertig. Das ist jetzt das schlussendliche Resultat davon. Das ist wie eine Art, naja, es würde halt gut zu Reis passen, aber dann ist es halt auch gut. Es sind halt durch das Quinoa und durch den rote Linsen sind halt auch noch ein paar pflanzliche Eiweiße mit dazu gekommen. Hier sieht man den Reis, der fertig ist, und den Hühnerfrikassee. Ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie das dann schlussendlich zusammen auf dem Teller aussieht. Ja, aufgeräumt habe ich inzwischen auch schon. Die Maschine ist voll. Und es schmeckt sehr gut und das sollte vielleicht sogar für, theoretisch reicht es für ganze 3 Portionen. Aber ich habe Töpfe habe ich nicht und deswegen muss ich leider heute und morgen Abend essen. Und genau, ich glaube, euch hat es gefallen. Ich werde die ganzen Zutaten in die Videobeschreibung stecken oder schreiben halt. Und vielleicht auch so detailliert noch was dazu schreiben, wie man was macht oder wann man was wie macht. Reise Hühnerfrikassee lasse ich da mal außen vor. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragen schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vergesst nicht, das letzte Rückenvideo zu gucken.